Sie sind wieder da. Und wenn auch nur in meinem kleinen YouTube-Format. Die Serie V, die außerirdischen Besucher kommen, war nicht nur in den USA äußerst erfolgreich. Sie trat Mitte der 80er einen weltweiten Siegeszug an, dem zunächst eine Fortsetzung und rund 25 Jahre später auch ein Remake folgte. Die Serie erwischte mich eiskalt, als sie damals auf Video erschien, und wir konnten gar nicht schnell genug den nächsten Teil in unserer kleinen Dorfvideothek vorbestellen. Wie ich sie damals erlebt habe, erzähle ich euch am Sonntag im Loser-Lausch. Wenn ihr aber jetzt schon wissen wollt, was sie von anderen Vertretern ihrer Zunft abhob und warum sie heute nicht nur gut gealtert, sondern aktueller denn je ist, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil. Und heute entführe ich euch einmal zurück in die Mitte der 80er, als eine Serie auf den Markt kam, die gerade bei uns in Deutschland für einiges Aufsehen sorgte. Über den Hauptstädten der Erde erscheinen eines Tages gigantische Raumschiffe, welche von außerirdischen Wesen gelenkt werden, die vom vierten Planeten des Sirius kommen und sich selbst einfach nur als die Besucher bezeichnen. Sie geben sich nach außen hin freundlich und erklären, dass sie in friedlicher Absicht kommen, um ihre weit fortgeschrittene Technologie gegen wichtige Ressourcen zu tauschen, welche die Erde im Überfluss besitzt und die ihre Welt dringend benötigt. Doch im Hintergrund bereiten sie Stück für Stück die Übernahme des Planeten vor, denn eine dieser benötigten Ressourcen ist Nahrung und diesen Zweck soll ein Teil der Erdbevölkerung erfüllen. Andere Menschen werden als Hilfstruppen für den Kampf gegen eine verfeindete Alienrasse missbraucht. Die zweite wichtige Ressource ist Wasser, das auf der Erde im Überfluss vorhanden ist und das von den Besuchern im großen Stil abgepumpt wird. Um ihre Ziele zu erreichen, haben die Außerirdischen die wichtigsten Staatsmänner des Planeten per Gehirnwäsche umgepolt, ebenso wie die Presse und andere wichtige Personen, die zum Gelingen ihres perfiden Plans von großer Wichtigkeit sind. Doch einige Menschen finden heraus, was die Invasoren im Schilde führen und schließen sich zur sogenannten Resistance zusammen, um sie aufzuhalten und zu enttarnen. Dabei müssen sie sich zum Teil gegen Kollaborateure zur Wehr setzen, die aufständische und besucherkritische Mitmenschen denunzieren oder sogar selbst teilweise mit Waffengewalt gegen sie vorgehen. Wenn wir in der Vergangenheit gesehen haben, wie mit Serienfolgen verfahren wurde, die den Nationalsozialismus zum Thema hatten, ist es umso verwunderlicher, dass diese Serie überhaupt im deutschen TV ausgestrahlt wurde, denn die Parallelen sind unübersehbar. Das beste Beispiel hierfür ist das Wappen der Besucher, das nicht nur in Sachen Farbgebung sehr stark an das Parteiabzeichen der NSDAP erinnert. Zudem bekommen wir die Invasion aus der Sicht des Holocaust-Überlebenden Abraham Bernstein präsentiert, der die Methoden der Außerirdischen ganz klar als eine Wiederholung dessen erkennt, was er etwa 40 Jahre zuvor schon einmal erlebt hat. Dabei sieht er mit größter Sorge, wie sein eigener Enkel Danny sich enthusiastisch der Jugendbewegung der Besucher anschließt, womit sich mit ihm quasi eine große Gefahr in der eigenen Familie befindet, da Dannys Vater die Familie eines Wissenschaftlers auf seinem Grundstück versteckt, nachdem die Aliens damit begonnen hatten, sämtliche Wissenschaftler zu deportieren und zu töten, weil sie deren wahre Natur offenbaren könnten. Wo man sich bei manchen Shows darüber streiten kann, ob sie gut oder schlecht gealtert sind, muss man dieser mittlerweile 40 Jahre alten Serie zugestehen, dass sie heute so aktuell ist wie nie zuvor. Aber wie sind die Macher damals auf die Idee gekommen, eine Science-Fiction-Serie mit solch einem sensiblen Thema zu kreuzen? Inspiriert von Sinclair Lewis' antifaschistischem Roman It Can't Happen Here von 1935, verfasste Regisseur und Produzent Kenneth Johnson 1982 eine Adaption, die den Titel Storm Warnings trug. Das Drehbuch legte Johnson dem Sender NBC als Ausgangsidee für eine TV-Serie vor. Aber die Herren in der Chefetage des Senders lehnten die ursprüngliche Version ab, da sie von ihnen als zu intellektuell für den durchschnittlichen amerikanischen Fernsehzuschauer angesehen wurde. Um das Drehbuch also interessanter zu gestalten, wurden die amerikanischen Faschisten zu menschenfressenden Außerirdischen gemacht.
Auf diese Weise hoffte man gleichzeitig von der anhaltenden Popularität von Filmen wie Star Wars zu profitieren. So bekam V schließlich grünes Licht und wurde mit einem Budget von 13 Millionen US-Dollar, was heute in etwa 38 Millionen US-Dollar entspricht, in Produktion gegeben und feierte am 1. Mai 1983 seine TV-Premiere in den USA. Diese hohen Produktionskosten entstanden hauptsächlich durch den äußerst engen Zeitraum, in dem die Serie aus dem Hut gezaubert werden sollte, denn um die zahlreichen Spezialeffekte in kurzer Zeit zu realisieren, waren massenweise Überstunden für die Effektscrew vonnöten. Bei uns startete die Miniserie am 3. Oktober 1988 auf Sat.1, wobei sie in Sachen Gewalt an einigen Stellen etwas erleichtert wurde. Naja, zumindest wurde die Serie ausnahmsweise einmal in der richtigen Reihenfolge gesendet, was bei 5 Folgen auch keine große Kunst ist, oder? Naja, in Deutschland bestand die Serie aus 5 Folgen. In den USA waren es nämlich nur 2. Ja, denn die ursprüngliche Serie war lediglich ein Zweiteiler, der aus 2 je etwa 90 Minuten langen Hälften bestand. Diese Serie hieß einfach nur V und wurde nach ihrem großen Erfolg ein Jahr später mit einem dreiteiligen Nachfolger namens V The Final Battle, der vom 6. bis 8. Mai 1984 ausgestrahlt wurde, fortgesetzt. Kenneth Johnson arbeitete eine Zeit lang an der zweiten Serie mit, bevor er das Projekt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Sender verließ. Johnson wurde später unter dem Pseudonym Lillian Weezer als Co-Autor der Serie geführt und war an der darauffolgenden wöchentlichen TV-Serie nicht mehr beteiligt. Bei uns wurde die erste und die zweite Staffel als eine zusammenhängende Serie am 26. Juni 1986 von Warner Home Video auf VHS-Kassette veröffentlicht und bei ihrer Erstausstrahlung im TV schnitt man diese 5 Teile dann zu 10 Folgen à 41 Minuten zurecht. Diese Schnittfassung wird bis heute so im TV gesendet. Und diese Videos waren es, die mich damals mit der Serie vertraut gemacht haben. Wer hätte sich vorstellen können, was einmal aus dieser unscheinbaren Miniserie erwachsen würde? Denn obwohl die zweite Staffel ein eindeutiges Ende aufwies, entschied man sich sehr schnell dazu, sie trotzdem fortzusetzen. So schob man bereits 5 Monate nach dem Ende der zweiten Miniserie einen weiteren Ableger nach, der den Titel V The Series trug und ab dem 26. Oktober 1984 auf NBC ausgestrahlt wurde. Diese Serie bestand aus 19 einstündigen Folgen und spielte etwa ein Jahr nach den Ereignissen der zweiten Staffel. Bei uns wurde diese Serie nahtlos an die Ausstrahlung der Miniserie angefügt und lief vom 12.12.1988 bis zum 17.04.1989 auf Sat.1 unter dem Titel V, die außerirdischen Besucher kommen zurück. Ja, und seitdem versucht Kenneth Johnson diese Serie fortzusetzen. Er hatte nämlich ganz andere Ideen, was den Verlauf der Geschichte anging, weshalb er das Projekt dann schließlich auch verließ. Ach ja, die 80er waren doch nicht immer ganz so geil. So brachte Johnson am 5. Februar 2008 ein Buch auf den Markt, das V The Second Generation hieß und die Geschichte rund 20 Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ansetzt. Damit ignoriert er nicht nur die Geschehnisse von V, die außerirdischen Besucher kommen zurück, sondern auch die der zweiten Staffel der Miniserie und bringt sogar einige Charaktere zurück, die diese ursprünglich nicht überlebt hatten. Immer dieses Retconning. Wir lassen das weg und ignorieren das und fangen dann da neu an. Das erinnert mich total an die Halloween-Filme. Erst gab es Halloween, dann gab es Halloween 2, dann gab es Halloween 3, der aber nichts mit Halloween 1 und 2 zu tun hatte. Dann kam Halloween 4, der 10 Jahre später an Halloween 2 wieder einsetzte. Dann Halloween 5, Halloween 6 und dann kam Halloween Age 20. Der ignorierte Halloween 3, 4, 5 und 6 und setzte nach 20 Jahren wieder bei Teil 2 an. Dann kam Resurrection, was die Fortsetzung von Halloween Age 20 war. Dann kam Halloween 2018 und Halloween 2018 ignorierte dann Teil 2 und damit auch Age 20 und Resurrection. Teil 3, 4, 5 und 6 und setzte wieder an Teil 1 an, aber 40 Jahre später diesmal. Und dann kam Halloween Kills und Halloween Ends. Wenn die das jetzt auch noch mit V machen, dann platzt mir der Sack. Naja, ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Oder nein, es kam sogar noch viel schlimmer. Denn am 3. November 2009 startete auf ABC ein Remake der Serie mit dem Namen V. Was auch sonst.
Das Remake versetzte die Handlung in die heutige Zeit und wartete mit den wohl grässlichsten Greenscreen-Effekten auf, die ich je gesehen habe. Diese Serie brachte es auf 22 Episoden und wurde nach der zweiten Staffel am 13. Mai 2011 offiziell wegen drastisch sinkender Einschaltquoten gecancelt. Naja, vielleicht haben auch die durchweg blassen Schauspieler dazu beigetragen, dass die Serie beim Publikum durchgefallen ist. Da war der Cast der Originalserie schon ein wenig interessanter. Die Serie weist eine recht hohe Anzahl an Charakteren auf, von denen ich hier nur einige wenige erwähnen möchte. Da wäre zum Beispiel Michael Ironside in der Rolle des Ham Tyler. Ihn sahen wir in Spielfilmproduktionen wie Scanners, Ihre Gedanken können töten, Top Gun, Sie fürchten weder Tod noch Teufel, Total Recall, die totale Erinnerung, Starship Troopers und Terminator, die Erlösung. Dann wäre da noch Mark Singer, der den Reporter Mike Donovan verkörperte. Er erhoffte sich von der Rolle den großen Durchbruch, der aber leider ausblieb. Dennoch ist er uns als Beastmaster aus der Beastmaster-Trilogie und der sechsteiligen TV-Serie sowie aus der Serie Roots – Die nächste Generation bekannt. Außerdem hatte er im Remake von V einen Cameo-Auftritt. Leonardo Cimino war in der Rolle des Abraham Bernstein zu sehen. Er war in verschiedenen Filmen und Serien hauptsächlich immer in Nebenrollen vertreten. So etwa in Monster Busters, Dune der Wüstenplanet und Hudson Hawk der Meisterdieb. Seine deutsche Stimme erhielt er von Hans Petsch. Er wurde einem breiten Publikum hauptsächlich durch die zahllosen Aufnahmen klassischer Märchen und anderer Hörspielproduktionen für Kinder bekannt, die seit den 60er Jahren meistens für das Tonstudio Europa entstanden. Er war auch gut mit der Hörspielproduzentin Heike Dine Körting befreundet. Und dann wäre da natürlich noch er zu nennen, Robert Englund, der parallel zum Dreh der Serie auch das erste Mal als Freddy Krüger aus der Elm Street vor der Kamera stand und durch diese Rolle weltberühmt wurde. Im Moment arbeitet er übrigens an einem neuen Nightmare-Film. Schon wieder so spät. Dabei gäbe es noch so viel über diese Serie zu erzählen. Ach was, ein bisschen unnützes Wissen geht immer. Wie ich bereits sagte, ist die Serie für die TV-Ausstrahlung leicht geschnitten worden. Doch das war nicht die einzige Art von Zensur, die ihr widerfuhr. Denn man entschloss sich dazu, den Namen des politischen Oberhaupts der Besucher nicht 1:1 ins Deutsche zu übersetzen. Dann wäre nämlich aus dem Big Leader der große Führer geworden. Und das wollte man wohl doch lieber vermeiden. So wurde er kurzerhand zum großen Denker degradiert. Für die Rolle der Robin war ursprünglich Dominique Dunn vorgesehen, die wir als Dana Freeling aus dem Film Poltergeist kennen. Sie wurde während einer Probe mit dem Schauspieler David Packer vor ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund getötet. Aus diesem Grund wurde die Produktion für 2 Wochen auf Eis gelegt und der Part mit Blair Tefkin neu besetzt. In einigen Szenen ist Dunn dennoch zu sehen, wenn auch nur von hinten. Ihrem Andenken widmete Kenneth Johnson die Serie. Ja, damit seid ihr mich auch schon wieder los. Habt ein grandioses Wochenende und umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Mich seht ihr wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, am nächsten Freitag, denn dann gibt's den neuesten Beitrag.